So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 1023. Wahnsinn. Okay, mit der Recorder HQ, denn ich möchte es gleich in MP3 haben. Deswegen haben wir das jetzt auch alles in MP3. In MP3 übrigens. MP3. Ja, ich grüße euch. Es ist Dienstag, der 29. Oktober immer noch, also der Markus wird der Podcast 2-Jahre-Tag, aber jetzt wieder mal eine ganz normale Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Diesmal die Recorder-App 192 MP3. So, und ich werde jetzt alles vorbereiten. Gleich kommen noch Ela und ich kriege jedenfalls noch Besuch. Und auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal alles vorbereiten. Das heißt, ich werde gucken, ob ich alles soweit richtig habe. Das heißt, ich werde jetzt auch in der Küche mal das Fenster aufmachen. Genau. In der Küche muss das Fenster nämlich auch auf sein, damit auch wirklich überall Luft hinkommt. So. Jetzt haben wir überall Luft. Das ist gut. Telefon habe ich in meiner Tasche. So. Jetzt wäre soweit erledigt. So, jetzt stelle ich mal kurz das Handy weg. Und werde so langsam aber sicher gucken, ob ich die Wäsche abhängen kann. Das heißt, ihr werdet mich jetzt etwas weiter weghören. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, im Hintergrund wird ja ein Hund bellen. Aber auch das macht nichts. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist also mein Wäscheständer. Hier ist ein Wäscheständer. Gut, was haben wir denn hier alles? Gut, Handtücher. Können wir ja wenigstens schon mal zusammenlegen. Ich kann zwar nicht viele Sachen zusammenlegen, aber Handtücher kann ich auch einigermaßen zusammenlegen. Und das tue ich jetzt auch. So gut es jedenfalls geht. So. Genau. Das tun wir jetzt. Genau. Packen wir dann nach oben. Handtuch für Handtuch, damit wieder ein bisschen Platz ist und die neue Wäsche auf kann. Genau. Gut. Okay. Dann nehmen wir jetzt langsam die Handtücher ab. Gut. Das machen wir mal. Alles. Gut. Handtuch ist weg. Ja. Das haben wir hier. Auch nochmal so ein Handtuch. Das kommt auch weg. Genau. Ja. Ja, mal ein Podcast, wo ihr hört, wie ich ein bisschen was im Haushalt mache, was ja nicht sehr oft vorkommt. Aber damit es schwarz auf weiß belegt ist, nein, nicht schwarz auf weiß, weil ihr seht ja nichts, aber dass ich auch mal was tue und nicht nur da sitze und Podcasts aufnehme. Ne? Könnte man mir nachsagen. Könnte. Aber nein, ich mache natürlich auch was im Haushalt, zumindest das, was ich machen kann, was ich natürlich nicht machen kann, kann ich nicht machen. Aber gut, das ist auch normal. So, wir haben jetzt mal den ersten Pullover. Den Pullover zusammenlegen will ich jetzt nicht so gut, bin ich ehrlich. Bei mir geht es darum, dass
dass die Wäsche erstmal weg ist. Ich mache es jetzt so, wie ich es halt machen kann. Und alles andere, naja, kann sich. Ja, gut. Holen wir mal den Pullover dahin, wo die anderen Pullover sind. Ja, da ist gerade ein Katze auf Klo. Da ist gerade eine Katze auf Klo. Da bin ich wirklich nicht mehr froh. Da ist gerade eine Katze. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt tun wir mal auf. Genau. So, wir räumen so langsam aber sicher den Stempel ab. Tiefer, glaube ich, oder? Ist das ein Tiefer? Ja. Sieht so aus. Ja. Das tun wir dann gleich zu den T-Shirts. Logisch, oder? Ja, wie das gedacht. Zu den T-Shirts. Ja. Genau. Zu den Shirt-Tees. Ja, hier wäre natürlich, glaube ich, die Apple Watch ein bisschen besser. Aber gut, ich wollte ja mit der Recorder Akku mal wieder was machen. Und deswegen nehme ich jetzt die Recorder Akku. So. Ja. Ja, dann hört ihr mich halt ein bisschen verschwommen. Manchmal sieht man ja auch Leute verschwommen. Ihr könnt mal was zu verschwommen hören. Ist ja auch nicht so schön. Ne? So, hier haben wir eine Unterhose, eine Boxershorts. Tun wir gleich weg. Genau. Was haben wir hier? Ah, ein T-Shirt. Genau. Haben wir das auch. Und ein Geschirrhandtuch. Glaube ich nie. Noch ein T-Shirt, siehst du. Haben wir noch zwei T-Shirts hier, das ist gut. Dann sind die nämlich weg. Und fertig. Genau. So. Das hätten wir. Genau, machen wir das da rein. So, die eine Unterhose natürlich auch. Lassen wir auch gleich verschwinden. Ist ja klar. Genau. Ja, da sind die Unterhosen, genau. So. Da jetzt noch die. Jetzt haben wir hier noch eine Decke, glaube ich. Genau. Gucken, ob ich die zusammenlegen kann. Gucken, ob ich das schaffe. Das ist eine ziemlich große Decke. Naja, mal gucken. Ich sage immer, man muss probieren. Oder wie sagt man? Probieren geht über studieren. Gut, hier haben wir die Decke. Ich muss jetzt mal eine Ecke finden. So was ähnliches wie eine Ecke. Wenn ich die gefunden habe, dann geht es weiter. So. Genau. Wenn ich jetzt mal zwei Ecken habe, dann geht das auch einigermaßen. Ist jetzt kein Kunstwerk. Ja. Aber ich denke, dass ich es irgendwie schaffe. So, genau. Ja, nochmal. Ja, da geht es schon los. Aber wie gesagt, es soll ja kein Kunstwerk sein. So. Und so. Genau. Jetzt haben wir die zusammengelegt, so gut es geht. Lassen wir sie auch im Schrank verschwinden. So, mal gucken. Genau, das war hier in den Schrank. Da legen wir sie jetzt hin. Hier auf so. Genau, dann machen wir wieder zu. Genau, so ist sie jetzt auch weg. Sehr gut. Ja, verstehe. Verstehe. So.
Das ist die Mia. Knot. Achso. So. Haben wir jetzt noch hier was drauf? Auf den Ständern? Sieht nicht so aus. Nö. So endlich fast alles. Muss alles weg. Gut, super. Alles ist vom Ständer. Love me tender. Oder ist das geschützt? Darf man das nicht sagen? Gut. Jetzt noch. Was haben wir denn jetzt noch hier? Also vom, ich glaube, da ist alles weg, genau. Jetzt gucke ich nochmal über irgendeine Tür. Irgendwas ist, aber ich glaube, nee, da waren ja die Handtücher, richtig. Könnte also nur beim Schlafzimmer sein, aber ich glaube, da habe ich auch alles weg. Da müsste ich auch alles weg haben. Ja, ja, alles ist weg. Gut, okay. Na ja, schön. So, die Hose, die ich da drin habe, kann man nochmal anziehen. Dann geht es jetzt in den Waschraum. Ich meine, in der, ist auch egal, wie das Ding heißt. So, ins Badezimmer. So, wir haben hier das Badezimmer. Da. Hier haben wir auch wieder mal die Washing Machine. Washing Machine. So, dann werde ich mal waschen, damit ich das wieder aufhängen kann später. So, wir haben nicht allzu viel Wäsche. Das heißt, eigentlich müssten 2 Blätter reichen. Manchmal nehme ich auch 3 oder 4, je nachdem, wenn ich jetzt also wirklich eine volle Maschine habe. Ich soll sie ja nicht voll machen, aber ich denke mal, jetzt werden 2 Blättchen reichen. Das sind so Blätter, die lösen sich auf. Das tut man in die Maschine rein, also in die Trommel, und dann lösen die sich auf. Das ist praktisch, oder? So. Dann mache ich mal zu wieder. Ist ja Quatsch, das offen zu lassen. Ist auch nicht gut. Stellt euch mal vor, eine Katze kommt hier rein. Nein, das ist nicht gut. So, jetzt haben wir hier eine Steckdose. Ich öffne sie. Und ich stecke den Stecker der Waschmaschine in die Steckdose. Wir hören einen Piepton, nein, mehrere. Jetzt stelle ich das Programm ein. Das heißt, ich habe hier einen Drehschalter und drehe den Drehschalter, bis die Markierung, hier ist so eine Markierung, also von dem Gerät selber, so eine, ja, so ein, wie sagt man dazu, so ein Strich oder so eine, ja, so ein Teil, so eine Markierung, die muss nach oben zeigen. Wenn die nach oben zeigt, ist es das Programm, was ich immer benutze. Und dann drücke ich auf Start. So. Wollen Sie die Wäsche wirklich waschen? Ja, nein, man braucht hier nichts mehr zu bestätigen. Es ist, wie es ist. Die Waschmaschine wäscht jetzt. Genau. Der Kater ist wieder reingelaufen. Kennen wir ja nicht anders. Gut. So. Lecki, komm. Ja, komm. Nein, du sollst nicht rein, du sollst raus. So. So. Das hätten wir. Ja. Genau. Was, Mau? Nein, gibt es nichts zu fressen. Kannst du knicken. Hast heute Nacht was gekriegt. Ihr habt heute Nacht was gekriegt. So, die Waschmaschine läuft auch. Ja, du sagst es. So. Dann werde ich mich noch auf die Katzenklo stürzen. Bin gleich wieder da.
Großsauger. Hier wäre das schon mal erledigt. Jetzt kommt das nächste Klo dran. Kommt nur noch mehr. Aber das wird auch nicht so viel drin sein. Ich habe ja den Kurs vor kurzem gemacht. Aber wenn jemand kommt, dann sollten die Kurs nicht gerade stinken. Manchmal passiert das natürlich, dass ich nicht dran denke, alles rauszunehmen. Ist mir auch schon passiert. Ja. Und dann bricht man es halt. Ja. Das ist natürlich nicht schön für die Katzen. Nicht wahr, Mia? Ja. Ja. Und dann machen wir das jetzt auch weg. So gut wie es halt geht. Hier ist es immer sehr wenig, sehr klein hier. So, alles gut, kannst wieder aufs Klo. War nur ganz wenig. So. War nicht der Wille wert. So.
dazu. Ja, was gibt es jetzt noch zu tun? Jetzt werde ich noch die Wasserlöcher aufspülen. So, dann müssen wir noch Miasnapf machen. So, jetzt den Topf. Den müssen wir ja auch mal. Ja? Alles jetzt heute in dieser Folge gemacht. In der Saubermachfolge. Nein, gibt jetzt kein Nassfutter. Jetzt nicht, Digga. Ja, und mich auch. Es kriegt nichts, immer ein bisschen Trockenfutter noch. Dann hat sich die Sache. Na, Mietze. Schüssel. Voll. Mein Gott, ich fühle jetzt auch ein bisschen was von den anderen füllen, aber die soll man jetzt fressen. Das eine ist ja mal leer. Irgendwie versuchen sie mal sich Einflüsse. Naja. Sie hat auch was.
Dann gleich noch Trockenfutter. Vorhin haben sie auch Nassfutter gekriegt. Also von daher verhungern tun die Katzen bestimmt nicht. Sieht man ja an Blacky. Also würde ich ja, wenn ihr ein Video sehen würdet, mit Bild, also richtig mit Bild, würdet ihr sehen, dass Blacky nicht hungert. Ja, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist alles. Wird wahrscheinlich, bin ja sehr oft gleich weg. Deswegen, aber naja, es ist halt eine Atmosphäre. Was soll's. So, jetzt füllen wir erstmal die Wasser wieder. So. Gut. So. Das hätten wir. Das ist ein Meter. Das heißt also, ich gehe hoch auf die Leiter mit dem Napf. Naja, ist halt so. Die hat sich nur auf den Schrank einkassiert. Also ist das halt so. Finde ich auch nicht so kritisch, aber was soll's. Wird schon tief gehen. Wichtig ist ja nur, dass ich einen festen Stand habe und dass ich sozusagen, genau, so, haben wir es doch, genau, na geh, geh was trinken, bitte, geh was trinken, ja, geh mal was trinken. So, das hätten wir schon. Mia hat schon mal was. Der Haupttopf mit Wasser ist auch schon gefüllt. Folgt also nur noch Wietzeka. Und dann, ja, dann haben sie es, sprach Ramses. Großaktion heute eher mit den ganzen Näpfen. Aber wie gesagt, es muss ja gemacht werden.
Spielzeug bekommst du auch wieder Wasser. Frisches Wasser. Frisches Wasser ist nur eine schöne Sache, kann man gebrauchen. Die Knutschung wieder, weil Becky da ist. Ja, ja, so wegen. Bis abgelegt. So. Okay. Steht alles. Jetzt können wir zum gemütlichen Teil übergehen. Wie spät haben wir es? Ja, ist noch über 2 Stunden. Haben wir Zeit. Ich denke mal, das ist doch ganz gut. Ja, so habt ihr einfach mal eine Folge wieder mit ein bisschen Recorder HQ Pro Atmosphäre. 192 Kilobit MP3. Das heißt, ich brauche nichts mehr umwandeln. Gar nichts mehr. Das ist schön. Und jetzt mache ich mir in Ruhe meine Tasse Kaffee. Meine Morning Coffee. Mein Morning Coffee. Ja, und somit habe ich jetzt auch die Sachen gemacht, die ich machen musste. Also die Wäsche weggehangen. Ja, das Übliche halt. Und die neue Wäsche ist in Arbeit. Also von daher, dass mir meine Herr nachsagt, ich würde zu Hause nichts tun. Ja, ich tue wenig zu Hause. Also nur das, was ich halt kann. Aber wie soll ich sagen? So, das war hier die Kaffeetasse. Ja. Ich glaube ja. Egal. Na ja, was soll's. So. So. Ich meine, dass ich nicht der Fleißigste bin, weiß jeder. Dass ich auch mal was schleifen lasse, weiß auch jeder. Manchmal, wenn ich keinen Antrieb habe, dann ja, ist es einfach so. Ist nicht so, dass jetzt viel Geschirr bei mir rumsteht, also das kann ich ja gar nicht mit den Katzen. Aber ja, dass ich auch mal ein bisschen länger die Klos nicht gemacht habe, das kam auch schon mal vor, also dass dann halt ein bisschen mehr drin war. Man muss sich halt einen Tag ein bisschen mehr rausnehmen. Ja, so. Oh, so ist das ja. Gut, was brauche ich jetzt noch? Kaffee, oder? Ja. Ohne Kaffee geht es nicht. So. Gut. 2 Pads. Ein Gedanke. So. Gut. Okay. Maschine laufen lassen. Ja, das
Zu lang. So, das haben wir geschafft, oder? Gut, dann noch das Wasser ausleeren. So. So, meine Tasse Kaffee. Sehr schön. Und jetzt mein Handy, mein Hund, die Hände. So, setze ich mich rein. So, habe alles soweit erledigt, was ich erledigen kann. Jetzt wird ihr wisst schon, gerührt. Es hat sich schon mal jemand tot gerührt, oder? Das probieren wir jetzt mal aus. Diesen Satz muss man doch einfach einschätzen, oder? So, zum Wohl, Leute, auf den heutigen Dienstag. Na gut, dann werde ich die Folge beenden. Das war jetzt also Podcast von Sven Heinreich, Folge 1023 und mal ein bisschen 0808. Mit Atmosphäre und so. Rekorder 1, Rekorder, Faire List, Stereo Amp, Iphone Mikro, -7, Pause, fertig. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.